Und willkommen bei der nächsten Folge von Minecraft Kingdom. Ja, hier wollen wir nach Hause. Da hinten ist das Dorf und da hinten noch unser Haus. An der anderen Seite vom See. Wir waren eben im Sumpf, haben einen Slime getötet und einen vierten Schleimbälle bekommen. Ganz gut eigentlich. Hier ist noch riesiger Wald. Da hinten geht der Wald sogar noch weiter. Und ja, wir wollen hier wieder zurück zu unserem Haus. Und dann fliegen wir mal ein bisschen los. Oh. Ach toll, jetzt habe ich natürlich hab ich den Flug versaut. Egal, wir laufen mal den Rest zurück. Egal, das ist nicht so schlimm. Gut, denn mache ich auch hier wieder an, zack. 14 Schleimbälle ist schon eine geile Sache. Das ist schon mal was. Zack, die legen wir uns einfach mal wieder zurück. Halt, das kann ich wieder einsammeln. Möglicherweise alles wegnehmen, wer weiß, wie viel wir es noch brauchen. Kingdom. Ach, weil die ist schon draußen. Habe ich die nicht. Habe ich den erst zu sehen, mit rausgeschoben irgendwann? Gut, aber wir wollen auch unsere Felder abernten, denn langsam wird unser Essen noch ein bisschen knapp. Ne? Aber gut. So, also einmal abernten diese Folge noch. Alles gut. Ein Schwein. Irgendwie müssen die Tiere unbedingt bauen. Ach, wir haben so viel vor. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles als nächstes machen soll. Es gibt so viel zu tun. Ne? Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was wir denn hier nachher in Angriff nehmen wollen. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, Freunde. Ne? Weil das ist, im Moment ist echt alles so durcheinander, dass ich echt keine Ahnung mehr habe, was ich anfangen soll. Denn wir kommen irgendwie nirgendwo wirklich voran. Ne? Das Haus, das wollen wir erstmal so stehen lassen. Da sind wir uns alle, da bin ich mir einig. Ne? Das wäre es mal so. Damit wir nachher weiterbauen können. Aber nur im Moment ist halt die Frage. Wir müssen demnächst mal irgendwie da irgendwas anbauen. Also wir müssen entweder jetzt weiterkommen mit der Farm. Weil das Haus kriegen wir einfach nicht fertig. Und wenn wir jetzt anfangen, wirklich nur noch gerade am Haus zu bauen, dann sind wir. Boah, wenn wir Glück, wenn wir uns beeilen. Ne? Wenn wir Glück haben, uns beeilen und nicht irgendwie zwischendurch mal sterben oder sowas. Ne? Sowas Nerviges. Dann brauchen wir bestimmt noch. Boah, 30 Folgen? Bestimmt. Ja. Überleg mal, wie viel das einfach, wie viel Arbeit auch das ist. Ne? Ich muss ja, aber wir müssen ja mal alles besorgen, auch noch nebenbei. Deswegen bauen wir das Haus ja langsam und kontinuierlich aus. Wisst ihr? Ne? Wir haben ja jetzt schon mal den Grundstein gelegt. Ne? Und wir können das schon mal gut leben. Wir haben genug Platz. Wir haben jetzt das zweite Haus angefangen zu bauen. Ne? Da drücke ich mich vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht drücke ich mich auch noch ein bisschen darum. Das ist ja nicht viel. Gucken wir dem Bauernhaus. Da drücke ich mich ein bisschen vor. Denn ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit dem Dach. Das ist schwierig. Also, Dachdächer bauen ist ja kein Problem für mich. Aber, ob ich jetzt das noch eine Etage draufsetze oder nicht. Ne? Weil in der Vorbauwelt habe ich sie zum Beispiel nicht gefüllt gekriegt. Da wusste ich nicht, was ich da reinmachen sollte. Weil, ne? Hier fallen mir 1000 Sachen ein. Wir brauchen sowieso noch einen Brauraum. Wir brauchen noch einen Enchanting Room. Wir brauchen noch einmal eine. Irgendwas, wo wir wirklich alles bauen können. Wir brauchen noch eine Reparatur, irgendwas zu reparieren. Und all so ein Kram brauchen wir noch. Ne? Also allgemein, wir haben eigentlich genug zu tun. Aber, den Dorfbewohner müssen wir noch handeln. Das Dorf müssen wir auch noch fertig aufbauen. Einmal komplett, ne? Das kommt auch noch. Das wollten wir auch noch machen. Das ist schon alles nicht so einfach jetzt im Moment. Ne? Dann wollte ich ja auch noch jede Menge. Ich will noch ein paar Sachen zeigen. Ich will, die 1.10 wollen wir nochmal austesten. Nebenbei nochmal so ein bisschen. Also die 1.11, wenn sie rauskommt, werde ich sie hier einmal vorstellen. Und zwar kein Snapshot, sondern wirklich die richtige Version davon werde ich dann vorstellen. Und ja, das kommt auch noch auf uns zu. Also wir haben eigentlich jede Menge zu tun. Und all das müssen wir noch schaffen in diesem Let's Play. Und ich werde auch nicht jünger. Vielleicht schaffen wir irgendwann die 1000 Folgen wie Gronkh, man weiß es schon. Ne? Bei 1000 Folgen, Leute. Das, also in 1000 Folgen, glaube ich, sieht das hier alles ganz anders aus. Aber gut, unser Schwein bleibt auch schön hier. Halt, ich will unseren Hund noch ein bisschen zurechtschieben. Geht das noch? Ja. Ja. Na, aber doch nicht so toll schieben. Komm, Kumpel, ich schieb dich. Nun komm schon. Ach, und dieser olle Hund, ne? So. Und gute Nacht. Hier schmeißen wir ein paar Kartoffeln rein.
Hier kommen unsere Samen wieder rein und der ganze andere Klumpatsch hier. Da haben auch schon jede Menge 14 Dings und davon haben wir schon wieder so viel. Und oh, wir haben so viel Kram eigentlich schon, aber irgendwie langt das alles noch nicht. Zack. Und noch mehr. Und dieser behalten wir wieder. Hätten wir hier noch Brot gehabt? Nö. Aber wir können noch ein davon, wir können noch ein Brot basteln. Na, wieder 50 Brot voll, das langt erstmal wieder. So, dann haben wir schlafen. Und wir können da eigentlich anfangen mit dem, Fluss. Aber die Brücke haben wir auch noch nicht fertig. Das ist alles nicht einfach, ne? Ich bin ja echt am Schwanken im Moment. Also brauchen wir auch Stone. Habe ich den Bogen dabei? Aber kein. Oh, ich bin auch ein Fuchs. Bogen, aber keine Pfeil. So, den haben wir weg. Ich versuche mal den Creeper. Oh, nicht so nah ans Haus. Ja, geht auch. So, das ist gut. Das hat geklappt. Das ist schön. So, einmal das hier weg. Zack. Die Zäune fehlen hier noch. Ja. Früher, dass man kann ja rausspringen. Das finde ich ganz gut eigentlich. So. Ja. Hier einmal raus. Das wieder reinpacken. Dann fehlt uns auch noch ein Pferd. Brauchen wir auch noch. Ja, anderen Kram. Wo sind die ganzen Pfeile eigentlich geblieben? Wo sind die eigentlich hin? Wir hatten so viele Pfeile und ich habe kaum die Hinsinn. Oder habe ich die hier mit reingeschmissen? Das kannst du haben. Da. 14 Pfeile. Das ist schon mal wieder ein bisschen was. Die Wolle kann hier rein. Deine Kabelsung kann hier auch rein. Und die Kohle auch rein. So, denn wir brauchen eigentlich... Jetzt muss ich die Chance. Pass auf. Komm, Schweini. Weißt du, willst es auch. Und nun geh doch da rein. Nun geh. Wir bauen jetzt ein Gatter, Freunde. Fakt ist, wir bauen jetzt ein Gatter. Fertig. So. Wo habe ich hier noch Holz über? So. Da ist noch ein Zaun. Da ist noch Holz. Da können wir was von nehmen. Halt, nee. Schwupps. Schwupps. So. Stand hier auch nicht irgendwo ein Crafting Table? Nee. Nehmen wir den hier. So. Ach ja, das müssen wir dann ja mit Eichenholz. Das müssen wir mit Eichenholz basteln. Toll. So. Ach, war das so rum, dass man so viel Holz dafür brauchte? Oh nee, ne? Es war so rum. So, 40 Stück. Oh Mann, das ist auch schon wieder so teuer, ne? Echt, also das. Also die Rezepte hier sind echt teilweise so teuer geworden. Ich weiß echt nicht, warum sie das gemacht haben. Na, früher war Zaun einfach so schön billig. 6 Sticks, fertig. Dann, zack. Ja, und dann drrr, kannst du über Zaun bauen. Und jetzt? So ein riesen Traben. Egal. Soll uns aber egal sein, wir machen es trotzdem. So, und ich will einmal hier hinten, wenn wir schon dabei sind, auch noch arbeiten. Der Baum muss eh noch weg. Ne? Da können wir gleich mal hochfliegen. Und dann bauen wir den von oben nach unten ab. Und dann ist gut. Und dann haben wir den weg und dann kommen noch ein paar kleine Erdarbeiten. Und dann haben wir das auch schwer geschafft. So, und einmal wieder hier rüber. Danke. Der größte Vorteil am Elytra. Ja, solche Sachen wie eben. Du kannst einfach super easy rüberfliegen. So, jetzt klimmen wir uns von hier mal ein bisschen durch. Dass wir sehen können, was was ist. So. Damit wir sehen, ob hier irgendwo oben noch was versteckt ist an Holz. Aber das scheint nicht so. Habe ich eine zweite Axt dabei? Ja. Gut. Der Slot muss leer. So. Hier ist jetzt nämlich interessant. Da kann ich länger bauen. Da ist auch noch was. Und da auch noch. So, der haben wir weg. Dann kommt der weg. Und der. Was hier alles noch an Holz auch rumliegt. Was in so einem großen Baum einfach an Holz dran ist, ist auch nicht normal. So, hier ein bisschen Licht reinbringen, damit wir das sehen können. Muss ich hier noch was verstecken? Da wir jetzt nach unten gehen? Ja, genau. So. Das auch einmal weg hier.
Halt. Den auch. So, den auch weg, genau. Und jetzt dürfte eigentlich schon ein großer Teil von diesem ganzen Baum despawnen. Da wir ja schon die Dinge Holz hier rausgeschlagen haben. So. Hier die Ecke nochmal vorsichtig. Da ist noch, Holz, das sieht auch noch. So, sonst sieht das hier eigentlich recht gut aus schon. Ja. Die Ecke dürfte komplett despawnen. Das müssen wir hier noch einmal schnell rüber. Da einmal, zack. Hier noch einmal den raus. Zack. So. Und das hier können wir auch schon mal wegschlagen. Weil das soll ja nämlich nicht connecten. Das kann nämlich auch gleich weg. Zack. So. Na, wisst ihr, sonst bleibt das immer so blöd hängen und das sieht immer kacke aus. So. Das einmal weg. Das einmal weg. So, haben wir noch irgendwas hier rumfliegen? Gibt's hier noch irgendwas? Nein, 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 nein. Das ist alles gut. So, und damit haben wir den ganzen Baum eigentlich weg. Außer also hier unten ist noch irgendwo ein verstecktes Stück Holz, aber das glaube ich nicht. Nö, der ist weg. Und da, oh, nicht schlecht. 35. Gute Sache. So, und jetzt können wir nämlich schon mit der Schaufel nämlich hier einmal ansetzen. Und hier einmal das Ganze so ein bisschen begradigen. Denn wir brauchen hier nämlich Platz für das Feld. Und wenn wir jetzt hier einfach das so lassen, so abschüssig, das sieht irgendwie komisch aus. Deswegen müssen wir das alles ein bisschen nacharbeiten hier oben. Mit Terraforming, aber das sieht nachher besser aus. Also dann haben wir dann hier vorne gleich Platz für die Tiere. Ja, die sind zwar nicht mehr, theoretisch nicht mehr original auf dem Grundstück, aber immer noch auf unserer eigentlichen Fläche drauf. Oh, hier sind wir genau durch den Dingsraum durch. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil dann wir genau durchziehen. Egal, dann müssen wir das erstmal nur bis hier machen. Das machen wir nochmal zu. Das die irgendwann nochmal zu. Und dann machen wir das von hier aus erstmal. Und da überlegen wir uns dann nochmal was und fuchsen uns da noch ein bisschen rein, denn ich habe auch nicht wirklich viel Baumaterial hier mit, dass wir das umbauen könnten oder so. Aber ist nicht so schlimm. Machen wir später auch. So, dann kann hier erstmal alles weg. Zack, 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 zack. So. Ja, wird alles noch recht hübsch werden auch. Ja? Da kommt hier halt so eine Backsteinmauer hin. Quatsch, Backstein, hier diese Steinziegel kommt hier hin. Und dann bauen wir auch so eine kleine Farm auf und so weiter. Wird alles ziemlich cool. Denke ich mal. So. Oh, ein Apfel noch gefangen. Ja, das ist nicht schlecht. So. So, alles schon weggebauen. So. Und dann auch hier hinten weiter. Zack, haben wir das auch wieder freigeräumt. Dann kann unser kleines Schaf hier nämlich bald auch mal... Na, das hat dann bald ein paar Freunde. So, unsere zweite Schaufel. Die brauchen eh noch ein bisschen Erde. Also macht das eigentlich gar nichts. So. Und wir werden anscheinend noch mal eine zweite Etage brauchen für die Stufen. Also noch ein paar Slabs und noch mal einen Zaun. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Das ist nicht schlimm. So. Wir haben unsere Felder schon mal. Den Baum fäll ich aber auch nochmal schnell. Weil der stört hier sonst auch ein bisschen. Zack, zack. So. Zack, haben wir den auch weg. Hat sich der automatisch gesetzt? Oder habe ich den eben aus Versehen platziert? Egal. Unsere kleine Höhle hier hinten, die wollen wir auch mal ein bisschen wieder. Ne? Unsere Schusterhöhle hier, viel mehr war es ja auch nicht. Ne? Da haben wir die ersten Baufolgen drin gewohnt, wo das überhaupt noch nicht war. Bei Tittenfisch, das ist in der natürlichen Umgebung. Da schwimmt er. Da kommt noch ein zweiter, da. Wie das aussieht, da seht ihr das? Da auch ein dritter. Hey, so was ist los heute. Wie geil das Wasser einfach immer aussieht, oder? Das Wasser, die ganzen normalen Farben, alles krass.
ziemlich geil eigentlich. So. Zack. Dann haben wir das schon mal wieder weg. Hier müssen wir nachher noch Dings setzen in diesen Weg, aber das können wir später machen. Jetzt knüppel ich nochmal einmal den Zaun hier schon mal ein bisschen hin. Oh, aber das mache ich in der nächsten Folge, Jungs. Wir sehen uns nächste Folge. Haut rein.